Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich der steile Aufstieg Wiens zur Weltstadt. In dieser im Zeichen liberalistisch-kapitalistischer Ideen stehenden Periode erfolgte die Industrialisierung der Monarchie. In einem Handschreiben gab Kaiser Franz Josef I. am 20. Dezember 1857 den Befehl zur Schleifung der als Verteidigungsanlage überflüssig gewordenen Bastein. Und es wurde ein internationaler Wettbewerb zur Verbauung des Glacis zu einer Ringstraße ausgeschrieben. Dieser Zeitraum ist die bisher für das Stadtbild bedeutendste Bauperiode und wird allgemein als die Gründerzeit bezeichnet. Etwa drei Viertel des vor 1840 vorhandenen Bestandes an Wohnhäusern wurde abgerissen und neu aufgebaut. Noch heute entstammen fast zwei Drittel aller Wiener Wohnungen dieser Bauperiode. Im Wesentlichen ist die Ringstraße von Bauwerken des Gottfried Semper, des Theophil Hansen, des Karl Hasenauer, Sickhartsburg und van der Nüll, Ferstl und Friedrich Schmidt geprägt. Und es kommt in ihrer ganzen Pracht die Stilunsicherheit des ausgehenden 19. Jahrhunderts besonders gut zum Ausdruck. Vor allem Hansen, der sich in Griechenland genaue Kenntnisse der Antike aneignete, sah diese Epoche als Übergang zu in Gärung befindlichen neuen Stilrichtungen und hat daher mit seinen historistischen Renaissancebauten mehr oder weniger neutrale Bauwerke geschaffen. Als Schnittstelle zwischen dem Historismus und der Moderne tritt in dieser Zeit der Wiener Architekt Otto Wagner in Erscheinung. Aber dennoch ist Wien ohne Otto Wagner nicht denkbar. Ich glaube eigentlich nicht, dass er ein Wegbereiter der Moderne war. Da ist er sicher der Pionier der Moderne. Für den ganzen europäischen Bereich. Und auch seine Schüler waren ganz bedeutende Architekten. Die ersten Jahrzehnte seines Schaffens haben Otto Wagner zu einem erfolgreichen Architekten gemacht. Der Grabenhof aus dem Jahre 1873 stellt auf eindrucksvolle Art und Weise die Verbindung mit Theophil Hansen her. Es ist ein Frühwerk von Otto Wagner, bei dem er eigentlich das, was später seinen Ruhm und seine Bedeutung ausgemacht hat, ja noch nicht gezeigt hat. Es ist völlig dem Historismus zuzuordnen und ist höchstens gekennzeichnet oder zeigt, wenn Sie wollen, die Pranke des großen Architekten in der Großzügigkeit, die doch über viele andere Bauten des Historismus hinausgeht. Es sind nämlich in Wirklichkeit drei Häuser, denen Otto Wagner dann eine gemeinsame, sehr imposante Fassade vorgeblendet hat. Wenn man es genauer sieht, ist das auch erkennbar. Es hat uns sehr viel Mühe bedeutet, denn wenn man vor dem Haus steht, hat man ja den Eindruck einer völlig symmetrischen Anordnung. Das ist aber, wenn man die Attika ansieht, keineswegs der Fall. Etwa 20 Jahre nach dem Grabenhof baute Otto Wagner 1894 nur einige Straßen weiter, ebenfalls am Wiener Graben, das sogenannte Ankerhaus. Es ist bereits sehr konstruktiv technisch gedacht, hat an beiden Sockelgeschossen vorgehängte Glasfassaden und wird von einem sehr eleganten Dachaufbau bekrönt. Wagner, der selbst sehr vermögend war und nicht so sehr auf Aufträge angewiesen war, errichtete häufig Häuser, in denen er selbst wohnte und die er dann später verkaufte. So wie die von ihm 1885 errichtete sogenannte erste Villa Wagner in der Hüttelbergstraße. Angeblich soll Kronprinz Rudolf ursprünglich den Auftrag zu diesem Bauwerk gegeben haben. In den frühen 50er Jahren
war die Rede davon, dass es also abgerissen werden soll. Damals stand es auch noch nicht unter Denkmalschutz, was ja absurd ist. Was in Wien möglich war, das glaubt man. Da war ja ein Mann, der zeichnen konnte, ganz unglaublich fantasievoll war. Dementsprechend konnte er sich in diesem Stil, den diese Villa ja prägt, diesen sogenannten Ringstraßen- oder Gründerzeitstil so besonders gut ausdrücken. Ja, ganz im Stil der italienischen Renaissance, da haben sie das so sehr geschätzt. Ja, 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 auf dem Entwurf steht ja Villa des Herrn W. im Haltertale im Stile des Palladio. Ja, ja. Man könnte meinen, in der ungeheuren Stilvielfalt der Jahrhundertwende, gerade in der Zeit, wo man also auch sehr eklektisch Baustile angenommen hat und dann natürlich auch wieder verarbeitet hat, hat er ganz einmalig verstanden, höchstpersönlich diese ganzen Stilelemente in seinem Sinne zu verwenden. Das geht nur, wenn man es für sich macht. Die beiden 1888 und 89 gebauten Mietshäuser wie hier in der Universitätsstraße und das spätere Palais Hoyos am Rennweg zeigen zwar schon die unverkennbare Handschrift Wagners, jedoch keinen Bruch mit der Tradition. Die zweite Stadterweiterung 1890 trug der Entwicklung Rechnung, dass sich die Bevölkerung Wiens innerhalb von 50 Jahren beinahe vervierfacht hatte und auf fast 1,5 Millionen angewachsen war. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 wuchs die Einwohnerzahl auf über 2 Millionen an. Otto Wagner war einer der beiden Preisträger des Wettbewerbes zur Erlangung von Entwürfen für einen Generalregulierungsplan über das gesamte Gemeindegebiet von Wien. Das ist die große Leistung, Wagner. Hier ist er Pionier, nicht wahr? Besonders bei der Stadtbahn, wo er Ingenieurarbeit künstlerisch gestaltet hat. Dass die Stadt die Stärke Wagner liegt zum Beispiel daran, dass er die Stahlkonstruktionen offen gezeigt hat. Da ist er sicher der Pionier der Moderne für den ganzen europäischen Bereich. Und besonders in den Ingenieurbauten, besonders bei den Stadtbahnen, denn dass man die Stahlträger mit ihren Nieten und mit ihren Blechen offen zeigt und sie so gestaltet, dass sie bis heute noch überzeugend wirken, das war ein ganz neues. Weil die Wagner-Stationen sind zweifellos noch in 100 Jahren überzeugend. Die Antrittsvorlesung des 53-Jährigen an der Akademie der Bildenden Künste im Jahre 1894 kann als Wendepunkt zur modernen Architektur betrachtet werden. Wagner fordert darin eine radikale Erneuerung der Baukultur und sprach sich gegen die Imitation von historischen Stilen aus. Die Wehr- und Schleusenanlage in Nussdorf von 1894 zeigt schon ganz deutlich eine Vereinfachung der Baukörper und des Dekors, sowie überhaupt jene Bauten Wagners, die durch die Bauaufgabe an die Technik geknüpft waren, am weitesten in die Zukunft wiesen. Auch bei diesem Bauwerk Wagners ist zu sagen, dass es den Ansprüchen der heutigen Zeit vollkommen genügt, wenngleich natürlich die technischen Einrichtungen im Laufe der Jahre adaptiert wurden. Zeitweise deckten sich Wagners Bestrebungen mit denen der Sezession
einer Künstlergruppe, die 1897 in Wien gegründet wurde, nachdem 19 Künstler, darunter Gustav Klimt, Josef Hoffmann und Josef Maria Olbricht, aus dem Künstlerhaus ausgetreten waren. 1898 fand die erste Ausstellung im eigenen Haus der Sezession von Josef Maria Olbricht eigens und ausschließlich für Ausstellungszwecke konzipiert statt. Als Mitarbeiter Wagners von 1894 bis 1898 hatte er engen Kontakt mit diesem, der für beide befruchtend war. Mit Leichtigkeit entwarf Olbricht seine Bauten von großer Einheitlichkeit. Besonders deutlich ist der Einfluss der Sezession auf Otto Wagner bei diesem nicht ausgeführten Entwurf für eine Kunsthalle zu sehen. An der linken Wienzeile, die nach der Vorstellung von Otto Wagner zu einem Prachtboulevard ausgestaltet werden sollte, entstanden 1898 bis 1899 drei Mietshäuser, die noch keine fortschrittlichen Wohnungsgrundrisse haben, schon deshalb nicht, weil sie sich ganz an das Verbauungsschema der Gründerzeit halten. Das Eckhaus linke Wienzeile Köstlergasse ist aufgrund seiner reichen Dekoration sicherlich das spektakulärste. Auch in diesem Hause hat Otto Wagner einige Jahre gelebt. Legende ist die gläserne Badewanne aus seiner Wohnung. Als Großbürger par excellence hat sich Wagner bei all seinen Fähigkeiten nur wenig mit der Wohnqualität der nun unterzubringenden Massen in der Großstadt beschäftigt. Für ihn war wesentlich eine ordentlich gerasterte Straßenstruktur mit Massenverkehrsmitteln, die eine verkehrsmäßige Erschließung der Großstadt gewährleisten. Diese Plastiken hier an der Dachtraufe des Hauses an der linken Wienzeile stammen von Ottmar Schimkowitz. Das daneben liegende Majolika-Haus ist schon wesentlich moderner. Bei ihm nimmt Wagner erstmals von reliefartigen Ornamenten Abstand und betont mit der witterungsunempfindlichen Majolika-Verkleidung stärker die Fläche. Aber trotz einer stärkeren Verwendung der neuen Materialien konnte sich Wagner in seiner Formensprache niemals wirklich von Traditionalismen lösen. Das Ornament wird, wie auch in der guten klassischen Architektur, zur Verdeutlichung architektonischer Gedanken angewandt. Hier ganz klar zu sehen, bei den Stützen für die Balkonkonstruktion. Interessant ist der Anschluss an die benachbarten Bauten. Wagner geht mit der Wandfläche zurück, lässt sie durch Balkone dunkler erscheinen und führt das Gesims um die Ecke. Bedeutend jedoch die städtebaulichen Akzente Wagners waren, vor allem was die Wienfluss- und Donaukanalregulierung und die Stadtbahn betrifft, war sein Schaffensdrang, heute muss man sagen leider, sehr gehemmt durch konservative Kreise, die sich mit der neuen Haltung in der Architektur nicht anfreunden konnten. Erst der nachkommenden Generation blieb es vorbehalten, die großen Neuerungen, die man bei Wagner nur erahnen kann, durchzuführen. Im Jahre 1897 tritt mit Max Fabiani beim Haus Portois und Fix in der Ungargasse zum ersten Male ein Architekt mit einem Bauwerk in Erscheinung, das die Pfade der traditionellen Bauweise verlässt und völlig neue Wege aufzeigt. Die keramische Fassadenverkleidung, die ohne floralen Dekor auskommt, wird revolutionär. 13 Jahre vor dem Loshaus am Michaelerplatz wurde hier ein künftiger Typus eines Wohn- und Geschäftshauses in der Stadt geschaffen. Im Vergleich mit dem Haus Portois und Fix, das 4 Jahre früher entstand, zeigt das Artaria-Haus vom Jahre 1901 am Wiener Kohlmarkt
ebenfalls von Max Fabiani, zwar eine Annäherung an Wagner, im Ganzen aber ist die Gesamtkonzeption des Hauses weniger modern und daher eher ein Rückschritt. Eine Errungenschaft der Sezession ist das steigende Gesimse. Eines der interessantesten Bauwerke aus dieser Zeit ist das Wohnhaus von Karl Fischel in der Penzingerstraße. In seiner großen, formalen Begabung ist Fischel nur mit Olbrich vergleichbar, zeigt aber gerade an diesem Haus so eigenständige Elemente, dass eine Deutung ihrer Herkunft kaum möglich ist. Sezessionistischer und verspielter ist die Villa Woyssig vom Wagner-Schüler Otto Schönthal 1900 bis 1901 errichtet. So, dass dieses Haus, sagen wir, einerseits dokumentiert eine Epoche der Otto-Wagner-Schule, andererseits dokumentiert dieses sich zusammenraffen zwischen Meister und Schüler, das Architekturwerk, und dokumentiert eine gewisse Optik, eine gewisse Sicht von jemandem, der heute lebt, in Bezug auf Jugendstil, in Bezug auf diese Bewegung. Nicht? Aber was meiner Ansicht nach wesentlich bei diesem Haus ist fast der einzige oder das typischste vielleicht Dokument der Otto-Wagner-Schule. Also in dieser Balance zwischen dekorativen und technischen, in der die Frage der Würde am Haus, des Ornamentes und die Frage der Montage der Teile, wie ich die Teile montiert zu einem Haus. Es gibt so sehr viele Neuerungen, zum Beispiel also der Eingangsfront, die großen Verglasungen, ja. Die großen Verglasungen, die dann die Decke berühren, zum Beispiel etwas, was später McIntosh gemacht hat in Glasgow. Und es gibt die Frage des mittigen Hauses, die Mitte und die zwei Risalite. Wagner hat immer in die Mitte die Eingänge gemacht, hier ist es aber seitlich gemacht, also ähnlich wie im Artaria-Haus von Fabiani. Die Schüler Otto Wagners kamen aus allen Ländern der Monarchie und nach der Rückkehr in ihre Heimat wurden vielen von ihnen hohe Stellen als Lehrer angeboten. Vier seiner Schüler wurden Rektoren von Schulen, die zu den bekanntesten Europas zählten. 18 wurden Universitätsprofessoren und etwa 40 wurden Professoren an höheren technischen Schulen. Mit ihrem Schaffen bildeten sie das architektonische Rückgrat der jeweiligen Regionen und gaben wesentliche Impulse für die Entwicklung der Architektur in den Kronländern der österreichisch-ungarischen Monarchie. Das Phänomen der Wagner-Schule wurde ja groteskerweise aus der neueren Kunstgeschichtsschreibung verdrängt. Ein wesentlicher Grund dafür waren die Schwierigkeiten, nationale und ideologische, sprachliche und mentale Differenzen bei der wissenschaftlichen Bearbeitung dieser Epoche zu überbrücken. Nun, nach Fallen des Eisernen Vorhanges, sollte sich daran einiges ändern. Und es ist zu hoffen, dass in naher Zukunft viele neue Informationen über die kulturellen Zusammenhänge in Mitteleuropa Aufklärung geben werden. Besonders Josef Pletschnik, einer der begabtesten Wagner-Schüler. Er war später Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Prag und Professor an der Technischen Fakultät der Universität Laibach, hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige wichtige Bauwerke in Wien entworfen. Das Doppelhaus Hamburger Straße von 1901 bis 1902 ist schon sehr klar gegliedert, mit überhöhtem Eck, starkem Gesims und Balkonen, die den Eindruck bestimmen. Im Dekor ist dieses Haus außerordentlich sparsam, ja fast als streng für diese Zeit zu bezeichnen.
Das nach seinem Bauherrn benannte Zacherlhaus von Josef Pletschnik 1903 bis 1905, zusammen mit Josef Tölk in der Wiener Innenstadt erbaut, zeigt noch keine Trennung von Geschäfts- und Wohnbereich. Vielmehr scheinen die beiden unteren Geschosse und das mächtige Dach mit reichem plastischem Schmuck ganz aus der Freude an architektonischer Gestaltung entstanden zu sein. Pletschnik zeigt die Krise dieser jungen Architekten in der Wagner-Schule, indem sie sich ein bisschen vor Wagner entfernen. Zum Beispiel beim Zacherlhaus, also auch um 1900, 1902, fängt er im Wettbewerb, es war wieder ein Auftrag von Wagner, an die Meisterschule weiter vergeben, fängt eine Fassade ganz floreal, dann unterbricht sie in der Mitte, dann fängt er eine strukturelle Fassade, eine ganz moderne Fassade, dann wieder eine dritte Fassade in der Abgabe des Wettbewerbes. Und dann im Bau, nachdem er den Wettbewerb gewonnen hat, durchdringt er sich wirklich zu einem unglaublichen Schritt für diese Zeit, zu einer Curtain Wall. Das ist eine gehängte Fassade, wie man später in Amerika gemacht hat, eine Granitschicht mit Luft im Hintergrund und durch Keilbänder aus Granit vertieft in die Haut aus Ziegel und teilweise Stahlbeton. Das ist ein unglaublicher Vorgriff für diese Zeit, meiner Ansicht nach nur so dekorativ gewertet, aber nicht in der Methode, der Technik richtige Werte. Vom dekorativen Stil her keine typisch Wiener Arbeit eigentlich. Absolut nicht. Sehr mediterran, sehr monolithisch, zurückhaltend, würdig, dunkel, duster, schattig. Der Rüdiger Hof in der Hamburger Straße von Oskar Marmorek aus dem Jahre 1902 zeigt sich leider in keinem sehr guten Zustand. Es ist aber interessant zu beobachten, wie Marmorek mit dem Dekor umgeht. Ganz deutlich kann man bei diesem Haus den Übergang von floraler Dekoration zu stilisierter Fassadengestaltung erkennen. Marmorek hat auch die Probleme des schwierigen Grundrisses bei diesem Gebäude sehr gut gelöst. Die Häuser am Drascheberg von Otto Wagner Junior 1902 erbaut, ergeben trotz ihrer Verschiedenheiten eine geschlossene Wirkung. Teils mit starkem Gesims, teils gesimslos, lockern sie, wie viele Sezessionsbauten, das alte Gesetz, nachdem ein Bau oben mit einem Gesims abschließen müsse. Zur Straße bleiben sie geschlossen, zum Park öffnen sie sich in Balkonen. Als besonders herausragende Persönlichkeit unter den Wagner-Schülern ist Josef Hoffmann anzusehen, wenngleich er auch kein typischer Wagner-Schüler war. Hatte sich Hoffmann vor 1900 kurzfristig der westeuropäischen Art Nouveau-Bewegung nahe gefühlt und als Hausarchitekt der Sezession den Stil der Ausstellungen im Wesentlichen mitgeprägt, wandte er sich nur wenig später und als einer der Ersten vom Jugendstil ab und in einer Art Wiederbelebung des Klassizismus in einfacheren Formen zu. Besonders beeinflusst wurde Hoffmann dabei von britischen Vorbildern, die zu Einfachheit und Einheit aufforderten. Die Villenkolonie auf der Hohen Warte war ein Markstein in der Karriere des Josef Hoffmann. Etwa 1900 von den prominenten Wiener Malern Karl Moll und Kuno Moser und von den Kunstfreunden Viktor Spitzer und Hugo Henneberg in Auftrag gegeben, bot sich für Hoffmann die Gelegenheit, Häuser zu realisieren, die seinen Idealvorstellungen entsprachen. Es galt, eine Einheit von Haus und Einrichtung zu erreichen oder, mit Hoffmanns eigenen Worten, ein Haus zu bauen, dessen Äußeres auch schon sein Inneres verraten müsse. Das wichtigste Haus aus dieser Zeit, die Villa Henneberg, die im Original nicht mehr existiert, zeigt uns mit ihren Säulenlodgen und Flachdächern, im Gegensatz zu den nordischen Steildächern, wie sehr sich der junge Hoffmann auch dem mediterranen Klassizismus nahe fühlte. Während die weit überhängenden Gesimse auf seine Herkunft aus der Wagner-Schule hinweisen.
Das Sanatorium in Burkersdorf ist in seiner ursprünglichen Form durch seine Vorwegnahme zukünftiger Architekturentwicklungen wohl das bedeutendste Bauwerk Hoffmanns. Der Bau wurde 1926 gegen den Willen des Architekten von Leopold Bauer aufgestockt und dabei seines Charakters weitgehend beraubt. Auch hat er den Skulpturenschmuck und die keramische Umrahmungen verloren. Ja, das ist eine Tragödie eigentlich, nicht? Das ist einer der bedeutendsten, wenn nicht der bedeutendste bestehende Bau von Josef Hoffmann. Und trotz vieler Bemühungen, vor allem von Architekten und kulturell interessierten Gruppen, ist bis jetzt eigentlich nichts geschehen, das Überleben des Gebäudes wirklich sichern würde. Nicht? Ich habe ihn vor allem noch persönlich ganz sehr gut gekannt sogar. Sehr gut. Ich war ein ganz junger Architekt und der war ein alter, weltberühmter Herr. Und die Architekten meiner Generation, in dem Alter, in dem ich damals war, sind natürlich dem Hoffmann ebenso wie weiß ich, dem Holzmeister oder anderen eher kritisch gegenübergestanden. Ne? Sehr kritisch sogar. Und das hat sich aber nie auf die Person des Hoffmann erstreckt, der uns hat genau gewusst, dass wir andere Vorstellungen haben. Der berühmteste Sakralbau aus der Zeit vor 1914 ist wohl die Kirche am Steinhof von Otto Wagner. Sie ist Teil einer pavioartigen Anlage und zugleich deren Bekrönung, in beherrschender Lage und im besten Dienst gut zu sehen. Diese gute Sichtbarkeit dürfte auch der Grund gewesen sein, dass Wagner die Kuppel außen wesentlich höher gestaltete als innen. Modern ist die Kirche weniger im liturgischen Konzept als im Raumeindruck. Im Detail wirkt sie stark byzantinisch. Bildende Kunst und Architektur erreichen große Einheitlichkeit. Glasmosaikfenster von Kolo Moser, Engel von Ottmar Szymkowitz, Plastik von Richard Lutsch. Otto Wagner war natürlich nicht unumstritten. So wie heute die Besserwisser durchs Land ziehen und jedem zeitgenössischen Architekten das Leben zur Hölle machen oder jedenfalls versuchen. So war das damals ja auch. Ich meine, die Buschbachasse, die war heute eine Nagelkiste. Schlicht und einfach. Und ich habe dazu ein Papier gefunden, da sagt die Fürstin Pauline Metternich, ich bin wutentbrannt gegen diesen elenden Batzer von einem Otto Wagner. Wenn ich seinen Namen höre, bekomme ich den Tetanus. So hat man damals über den Otto Wagner gesprochen, wo sich heute jeder betulich zeigt, auf das Beispiel hinweist und die ganze Sendung machen. Er war ein großer Konstrukteur und ein großer Gestalter. Und zwar ein Pionier in Bezug auf Gestaltung moderner Bauten, moderner Ingenieurbauten. Und das ist eigentlich auch schon genug, um weltberühmt zu sein. Nicht? Er hat ja viel mehr geplant als gebaut. Wenn das alles gebaut worden wäre, dann wäre Wien wirklich ein Mekka der modernen Architektur für die ganze Welt. Das Schützenhaus von Otto Wagner, am Wiener Donaukanal gelegen, die ehemals sogenannte Wehranlage Kaiserbad, 1906 bis 1907 erbaut, diente zur Betätigung der Schleusen und war vom Schleusenwärter bewohnt. Auch hier ist die Außenfassade mit einer witterungsbeständigen Keramikverkleidung versehen. Wagner erfüllte alle technischen Forderungen und nahm sie als Anlass für dieses sehr eigenwillige Gebäude. Von dieser Wärterbrücke aus wurden die Kringel gesteuert. Musik.
Zeitschrift Der Architekt, herausgegeben von Ferdinand Fellner Ritter von Feldeck, wurde nach anfänglichen Vorbehalten später zum offiziellen Organ und Sprachrohr für die Unterstützer der modernen Tendenzen. Gleichzeitig hatten sich auch in England, Belgien und Deutschland der Sezession ähnliche Bewegungen gebildet. Sowohl allgemein im deutschen Jugendstil als auch in der Wiener Sezession kam das Neue nicht aus der Konstruktion und Funktion wie bei Otto Wagner, sondern aus dem Ornament, das sich noch dazu stark an der Oberfläche der Baukörper hielt. Die Sezession ließ also wie vorher der Historismus das Ereignis der industriellen Revolution im Wesentlichen unbeachtet. Somit waren Sezession und Jugendstil vor allem nur formale, ästhetische Ausbruchsversuche aus der Tradition und konnten keine Dauer haben. Jene Architekten, die wie Wagner oder natürlich Josef Hoffmann den Jugendstil überwunden hatten, wurden die ersten Vertreter einer neuen Sachlichkeit. Und es waren nicht nur Schüler Otto Wagners, die diese Tendenzen in ihren Bauwerken zum Ausdruck brachten. Wenngleich der Einfluss der Wagner-Schule bei den Bauwerken eines Spielmann, Krauss, Erdösch, Fabiani, Rutscher, ja selbst auch bei Baron und Witzmann nicht wegzuleugnen sind. Seine modernsten Bauwerke errichtete Otto Wagner zwischen 1909 und 1913. In den Häusern Neustiftgasse und Döblergasse und in deren Innenhöfen waren die Handwerkerateliers, aber auch Schauräume der Wiener Werkstätte untergebracht. Eine Vereinigung, in der die bedeutendsten Entwurfskünstler dieser Zeit, vor allem aber Josef Hoffmann und Kolo Moser und die besten Kunsthandwerker der Monarchie zusammenarbeiteten. Wagner war nun etwa 70 Jahre alt geworden und er hatte einen großen Weg zurückgelegt. Von der Neorenaissance zur Moderne, vom klassischen Ziegelbau zur Stahlbetonkonstruktion, vom historischen zu einem eigenständigen Dekor. In seinen Monumentalbauten zeigte Wagner seine wahre Größe. Großzügig, ja imperial in der Anlage und hervorragend in der Funktion, konnte er hier verwirklichen, was seinen Intentionen entsprach. Eines seiner letzten Bauwerke ist sein Altensitz in der Hüttelbergstraße aus den Jahren 1912 bis 1913. In den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden in Wien, dem damaligen Rang der Stadt entsprechend, viele großstädtische Geschäftshäuser errichtet. Es war die Zeit, wo Boden und andere Spekulationen einen Höhepunkt erreicht haben. Während die nationalistischen und separatistischen Bestrebungen der slawischen Völker an den Grundfesten der Monarchie rüttelten, glaubte man in Wien noch nicht an den Untergang eines Weltreiches. Im epochalen Werk von Karl Kraus Die letzten Tage der Menschheit ist über die damalige Stimmung der Bevölkerung in Österreich-Ungarn nachzulesen. Die großen Geschäftshäuser der Stadt aus dieser Zeit haben eine klare Trennung der Geschäftsgeschosse, meist mit vorgehängter Metall-Glasfassade, von den darüberliegenden Wohn- und Büroeinheiten. Dies ist im Konzept eine Weiterführung des Ankerhauses von Otto Wagner. Es werden aber auch deutlich amerikanische Einflüsse, zum Beispiel die der Schule von Chicago, erkennbar. Ein typisches Beispiel dafür ist das Doppelhaus am Trattnerhof von Rudolf Kraus aus dem Jahre 1914. Als Geschäfts- und Bürohaus mit großzügiger Konzeption prägt es diesem Teil der Wiener Innenstadt seinen Stempel auf.
Die stützenlosen Eckausbildungen des Hauses zum Silbernen Brunnen von Karl Schön 1914 gebaut, sind ein Charakteristikum dieses Hauses. Die Metallglasfassade ist teilweise bis zum Dach hinaufgeführt. Dieses Bausystem erweist sich als sehr geeignet für die Unterbringung vieler verschiedener Geschäfte. Wenngleich auch Elemente der Dekoration an diesem Hause bei weitem nicht den zeitgemäßen Strömungen entsprechen. Wir haben mit Frühwerken Otto Wagners begonnen. Hier das Haus Garnisongasse aus dem Jahre 1888. Und enden mit einem Werk des gemäßigten österreichischen Spätklassizismus, in dem auch schon ein wenig die Monumentalarchitektur des Dritten Reiches zu erkennen ist. Die Österreichische Nationalbank ist eines der letzten großen Bauwerke dieser Epoche. Denn mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 waren die Impulse der Moderne erloschen. Mit dem Tode Kaiser Franz Josefs I. 1916 verlor die österreichisch-ungarische Monarchie ihre letzte Integrationsfigur und zerfiel nach Ende des Ersten Weltkrieges endgültig. Damit hat auch Wien seine Bedeutung als Schmelztiegel der Nationen, als kulturelles Zentrum Mitteleuropas für lange Zeit verloren.